großen Indizes wie der Dow Jones, wie der Standard & Poor's und auch die Nasdaq, Nasdaq 100 zum Beispiel, und bei uns in Europa, der Großbritannien, der FTSE handelt und der DAX. Da braucht man gar nicht so ins total Spezielle reingehen, es sei denn, man hat da wirklich die Affinität. Ich kenne einen, der Spanier, der dementsprechend hat sehr, sehr viel lokales Know-how da über den Markt. Der bleibt dann auch gerne beim IBEX 35 aus Madrid und handelt den sehr gerne. Parallel handelt er auch mit den DAX-Preisen. Es gibt auch immer wieder Trader, die sind dann aufgrund von News, von Newsflow, von wirtschaftlichen Datenflow oder auch irgendwelchen, ja, sagen wir mal, Geschichten, die umwelttechnisch oder auch katastrophentechnisch passieren, dann auf einmal kurz geneigt, in einen Markt zu schwanken und den zu handeln, den wir uns vorhin gehandelt haben. Das sind Ansätze, die plötzlich auf einmal auftauchen, dass einer sagt, hier ist irgendwas Furchtbares passiert, und sich das Erdbeben im Moment Philippinen, ein Taifun in Japan in einer Region oder ein Tsunami, der beispielsweise Thailand damals stark getroffen hat. Und da gab es Leute, die da sehr, sehr explizit ein, zwei Werte sich rausgesucht haben und die über die jeweiligen Börsen gehandelt haben. Das kann man machen, muss man aber nicht. Man kann in liquiden Dingen bleiben. Was ist dabei zu empfehlen? Handeln Sie die Aktien direkt oder handeln Sie Aktien quasi wie in einem Basket, einem Korb, also als Index? Handeln Sie das jeweilige Produkt gleich direkt? Handeln Sie es über einen Weg wie ein Zertifikat, über vielleicht sogar eine Option, über ein Future oder über die Art des CFD-Trading? Also das bleibt immer wieder Ihrem Zeithorizont, Ihrem persönlichen Gusto überlassen. Ich kann jedenfalls jedem nur raten, wer in die etwas spekulativere, noch höchst spekulative Schiene geht, wie in den Bereich Option, Option, Futures und CFD oder auch Knockout-Zertifikate, der sollte sich immer wieder quasi einen Zettel irgendwo hinhängen, dass er hier bereits schon sich von dem Kapital verabschiedet hat, weil er da dieses Kapital, was er einsetzt, visuell jetzt am besten sich irgendwo hinkleben sagt, dieses Kapital über das halt, um das habe ich jetzt keine Angst. Sie sollten nur mit Kapital spekulieren, beziehungsweise handeln, wo Sie sich dann tatsächlich den Verlust leisten können. Das wird immer gerne vergessen. Man ist in einem Bereich unterwegs, wo man nun mal auch sehr viel Geld verlieren kann. Das möchten wir ändern. Wir möchten in dem Fall einer Gruppe, in dem Fall einer Masterclass, im Fall eines Coachings, wo wir immer wieder darauf hinweisen, dass es eine Win-Win-Situation gibt. In Win-Win-Situationen, sprich auch ein Broker, egal wer das ist, hat kein Spaß daran, einen guten Geld zu verbrennen. Das heißt, sie sollen etwas lernen, sie sollen behutsam am Markt investieren. Und wenn sie beispielsweise handeln, ist es auch Handeln, indem sie einfach ihre Tasten nicht anfassen und mal nicht handeln. Das kann manchmal der beste Handel sein. Dann lassen sie den Markt auf sich zukommen. Weil anhand dieser kleinen Beispiele eben mit den vielen Aktienindizes und vielen Einzelaktien haben sie gesehen, dass Ostolanis Straßenbahn, die er so schön beschrieben hat, immer wieder neu abfährt. Sprich, sie müssen keiner hinterher rennen. Wenn sie quasi also einen Wert haben, den sie vielleicht beobachtet haben und der ist ihnen durch irgendwann ja, Missgeschick oder irgendeine technische Panne davongelaufen, dann brauchen sie den nicht hinterher zu rennen, den sie auch noch schneller gebrauchen. Also es geht meistens danach wortwörtlich in die Hose. Bleiben Sie also wirklich entspannt vor der Tastatur. Richten Sie sich Ihr Desktop schön ein, dass Sie entspannt handeln können, entspannt auf die jeweiligen Basiswerte schauen können, blicken können. In meinem Fall, ich habe zum Beispiel hier drei Monitore dementsprechend schön eingeteilt. Ich habe einen Fernseher, der parallel am Tag immer mitläuft, so CNBC oder Bloomberg jeweils eingeschaltet ist. Das heißt, man hat da den Fernseher auf Stumm geschaltet und bekommt natürlich dann die wichtigsten Sachen für die wichtigsten volkswirtschaftlichen Datenreleases dann auch immer mit. Zu Informationen, was beispielsweise den CFD, den Futures und Optionshandel angeht. Natürlich überall, wo ein starkes Leverage drin ist, gehört ein gesundes Risiko- und Money Management dazu. Das ist unablässlich. Also überall, wo Sie einen Hebel haben, es ist wie schön die alte Regel, je höher die Renditemöglichkeit oder je höher die Rendite, desto höher ist das Risiko. An diesem Satz wird sich in den nächsten 100 oder ja, noch 1000 Jahren nichts ändern. Den gab es auch vorher schon. Was möchte ich Ihnen im Bereich der Herangehensweise einer Analyse sagen? Ich möchte Ihnen vor allen Dingen erzählen, dass es keinen heiligen Gral gibt. Also da können Sie sich definitiv als Trader, Investor
oder auch Anleger, je nachdem, wie man das betrachten möchte, definitiv abschieben. Jeder, der Ihnen da draußen etwas von einem heiligen Gral erzählt, hat noch nie selber gehandelt und hat auch noch nie selbst sich mit den ganzen Analyse-Approaches beschäftigt. Ich bezeichne diese Herangehensweise, die ich Ihnen hier vorstellen will, als sogenannte interdisziplinäre Analyse. Das bedeutet also in diesem Fall, dass ich mich nicht nur allein auf eine Analyse, wie beispielsweise die technische Analyse, stützen möchte, sondern nicht allein auf die fundamentale. Also wenn man sich technische Analyse anschaut und fundamentale Analyse beispielsweise auch anschaut, so wird bei beiden auf jeden Fall klar sein, dass die Vergangenheit zeigt. Die fundamentale Analyse beispielsweise die Bilanz aus. Ich habe vom letzten Quartal die Quartalsbilanz gelesen von einem Unternehmen. Oder ich habe vom letzten Geschäftsjahr eine Bilanz gelesen. Dementsprechend bekomme ich natürlich die Vergangenheit des Unternehmens in Zahlen ausgedrückt, publiziert. Bilanzprognosen, das wissen Sie selber alle, können ganz schnell passiert werden, wenn irgendwelche Sondereffekte eintreten. Irgendeine Company auf einmal einen Markt nicht mehr so bedienen kann, wie sie das vorher gewohnt war. Und schon muss die Bilanzprognose bei dem nächsten Analyst Call oder Conference Call kassiert werden. Dementsprechend auch dort können Sie sich nicht 100% darauf verlassen, Sie können sich nur auf ein, sagen wir mal, antizipierendes Verhältnis da an der Börse verlassen. Sie versuchen, und das ist wirklich so, Sie versuchen eine gewisse Geschäftsentwicklung anhand von Märkten, die Sie ein bisschen selber kennen und einschätzen, vor allen Dingen anhand von Firmen, die Sie selber einschätzen können, ein bisschen zu antizipieren. Nur da haben Sie Ihre Chance am Markt tatsächlich zu bestehen. Sie werden niemals aufgrund von irgendwelchen Analysenmöglichkeiten am untersten Kurs kaufen und am obersten Kurs verkaufen. Diese Kurse werden meistens von großen Institutionellen gemacht, wenn sie ihre Pakete dementsprechend, ihre Eisberg-Orders, ihre getürmten Orders definitiv am Markt ja quasi ablegen, absetzen. Die Analysemethoden als einzelne, die fundamentale Analyse, die technische Analyse, auch die Sentiment-Analyse, in dem Fall hier die fundamentale Analyse als erstes, die Sie bei Aktien nun mal auch in jedem Standardwerk finden würden. Wenn Sie heute beispielsweise bei der Universität oder aber auch in irgendeiner größeren Menge von Analysten sitzen, die sich mit einem Unternehmen auseinandersetzen, das kann beispielsweise wie damals bei mir in New York auf irgendwelchen Investmentkonferenzen sein, bekommen Sie erstmal einen Überblick über das Unternehmen, in dem dieses Unternehmen Ihnen alle Daten zur Verfügung stellt, also publiziert. Die Geschäftszahlen der letzten Jahre, die Bilanzprognose kommt auch noch dazu, die jeweiligen Bilanzteile, beispielsweise die Eigenkapitalquote, dann können Sie daraus herauslesen, eine Gesamtrendite des Kapitals und so weiter. Sie können sich natürlich dementsprechend auch aufgrund des aktuellen Kurses Kursgewinnverhältnisse, Kursbuchungsverhältnisse, Kursumsatzverhältnisse und so weiter errechnen. Das nur aforeg, diese technischen, diese fundamentalen Daten werden beispielsweise bei Investmentkonferenzen immer schön vorgestellt. Es wird natürlich auch immer schön darauf hingewiesen, von wegen, dass beispielsweise hier jetzt in dem Fall der Vorstellung immer wieder etwas dazugekommen. Das sind dann diese Investment Statements, die vorher ausgewiesen werden. Und dann bekommt man quasi einen Ausblick, einen Geschäftsausblick, was wieder in die Prognose hineinkommt. Und dann sehen Sie beispielsweise innerhalb von kurzer Zeit, wie sich eine Aktie nach einer Konferenz, wenn dieses Unternehmen dort beworben wurde, dementsprechend negativ oder positiv entwickelt. Das ist auch ein Ansatz übrigens, der auch ein bisschen zwischen fundamental und Sentiment reinkommt. Schauen Sie sich an, welche Unternehmen zu welchen Zeiten Conference Calls, welche Unternehmen zu welchen Zeiten Analystenpräsentationen bei wirklich großen Bankenveranstaltungen haben. Das war in dem Bereich, wo ich da tätig war, im Biotech-Sektor zum Beispiel der Fall, als es eine UBS Healthcare Conference in New York gab, als es von Credit Suisse eine Veranstaltung gab, oder von damals sogar noch von Lehman Brothers. Das hat man noch erlebt mit Lehman Brothers. Oder zum Beispiel auch eine German Solar Tech Conference, die im Hause von Goldman Sachs damals abgehalten wurde. Das heißt also, an diesen Tagen, auch dort kann es teilweise passieren, dass Firmen vorgestellt wurden und dann doch der eine oder andere vielleicht sogar mal einträgt. Es kann aber auch noch dazu kommen, dass jetzt beispielsweise irgendwelche Großinvestoren geneigt sind, an diesen Veranstaltungen Fragen zu stellen.
oder sich nochmal persönlich mit den Herstellern auseinandersetzen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass beispielsweise Unternehmen, die Kundenwahl jetzt beispielsweise aktuell nicht sehr gut aussehen. Das habe ich letztes Jahr anhand von Metro beispielsweise und anhand von auch Ion und RWE gesehen, dass Unternehmen, die durch den Äther geprügelt werden, durch den Medien geprügelt werden, aufgrund aktueller politisch-wirtschaftlicher Geschichten, dann auch wieder ein sogenanntes Potenzial haben, sich zu erholen. Sprich, diese sogenannte Dogs of the Dow-Theorie, die in dem Fall auch so gesagt werden müsste, wo Unternehmen wie E.ON, RWE teilweise schon beachtliche Kurserholungen, hauptsächlich RWE, nachweisen konnten. Die technische Analyse. Die meisten Menschen sind geneigt, sehr, sehr gerne die technische Analyse als einen Heilsbringer zu sehen. Das ist nicht überall so. Das ist so eine Art self-fulfilling prophecy. Je höher der Anteil am Computerhandel, am High-Frequency-Trading und am automatisierten Handel ist, desto eher funktioniert das. Das ist tatsächlich self-fulfilling prophecy in dem Fall. In anderen Märkten beispielsweise, wie im Bereich Features und auch im Bereich Chemien, funktioniert die technische Analyse noch besser, noch wesentlich besser. Hier gilt auch genauso der Grundsatz, je liquider der Markt, je liquider der jeweilige Basiswert ist, desto höher ist auch da, sagen wir mal, die Erfolgschancen mit einer guten technischen Analyse schon einmal nicht ganz, ganz arg ins Messer zu greifen und den einen oder anderen Wendepunkt vorher schon mal erkennen zu können. Beispielsweise Fibonacci Retracement, Evo-Punkte in dem Fall, um sie mal zu nennen. Sie sehen aufgrund dieses doch sehr umfangreichen, dieser umfangreichen Zusammenstellung, was es allein größtenteils für Indikatoren im Bereich der Technologie gibt. Die roten habe ich mal rausgenommen, weil sie so vielleicht interessant sind. Dass man sieht, was beispielsweise am meisten so verwendet wird. Also ich habe alle Indikatoren schon mal durchgespielt, sind mir angeschaut, mit ihnen mal teilweise gearbeitet, mal laufen lassen. Ich komme persönlich, das muss jeder selber wissen, ich komme persönlich hauptsächlich mit Fibonacci Retracement, dem RSI-Indikator, den sogenannten Zero Points und den Bollinger-Bändern am meisten klar. Es gibt Chartformationen, wie beispielsweise die sogenannten inversen Formationen, fallendes Dreieck, steigendes Dreieck, Flaggen und so weiter. Wir wollen ja keine technische Analyseschulung jetzt machen, aber wir sollten auf jeden Fall wirklich, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, zeitlich auch definitiv alle mal durchspielen, alle mal raussuchen, in der TWS auch gerne versuchen, in der jeweiligen Basiswerten einzubauen und zu sehen, wie kann ich mir hier in irgendeiner Form bei einer Aktie, bei einem Index oder einem anderen Basiswert visualisieren, wo ich gerade besser nicht einsteige oder im Fall besser auf steigende oder auch auf fallende Kurse spekuliere. In dem Fall Fibonacci Retracement, das ist wirklich einer der faszinierenden Indikatoren, mit einer der Lieblinge von mir ist in dem Fall. Ich hoffe, andere gehören auch dazu, die den lieben. Ich habe das hier mal im Fall des DAX visualisiert. Das möchte ich auch gleich mal in der DWS kurz zeigen. Der eine oder andere hat Fibonacci Retracement vielleicht noch gar nicht gesehen, vielleicht noch gar nicht damit gearbeitet. Andere sind vielleicht von dem total überzeugt und nutzen das täglich. Andere wissen noch gar nicht, wie sie es vielleicht anzeichnen. Ich möchte mal kurz hier die Präsentation an der Stelle verlassen und die DWS wechseln. Und beispielsweise jetzt hier im Bereich des DAX-Index mal diesen Chart wählen. Ja, ich habe bewusst jetzt hier den Bereich des 6-Monats-Charts als Tagesbalken gewählt. Sie sehen hier jetzt unser Zwischentief und sehen damals aus dem Mai das Zwischenhoch. 8557,86, das wenn Sie jetzt beispielsweise einen Fibonacci-Chart zeichnen wollen und schauen wollen, wo ist der quasi Zwischenhoch in dem Fall und wo ist das Zwischentief, machen Sie nichts anderes als jetzt da oben, in dem Bereich der Fibonacci-Retracement zu gehen. Sie nutzen hier das Zwischentief bei den 7655
und nutzen hier das Hoch von den 8,557. Schauen wir, dass wir das halbwegs so hinbekommen. Ja. Zu Demonstrationszwecken. Und sehen anhand dieser Fibonacci-Situation und jetzt die einzelnen Ebenen 23, 6, 38, 2, 50, 61, 8 und so weiter bis zur 100er Marke. Und sehen jetzt hier, in dem Bereich, das ist natürlich ein bisschen verdeckt, sehen jetzt hier in dem Bereich zum Beispiel die 161, 8, das ist die sogenannte Fibonacci-Extension. Ja. Die ist im Bereich der 9150. Wenn wir jetzt schauen, die Indikation momentan für den DAX bei 9038, also in Richtung 9070 waren wir schon unterwegs, sehen wir hier, ist nicht mehr viel Luft. Es ist wirklich faszinierend, auch in den Bereichen, wo sich der DAX intraday so oft aufgehalten hat, sind immer wieder kurzfristig oder langfristig gedachte Fibonacci-Retracements angefallen, sprich aufgelaufen. Das heißt, der DAX hat sich an den 9.005 von dieser Marke allein in den letzten Handelstagen und alleine heute so oft schon aufgehalten, das ist übrigens auch eine Fibonacci-Marke, dass man sich wirklich fragen kann, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen oder als technischer Händler, hervorragend, super, ich handle die 9.005 von der Marke mehrfach und gehe raus und rein und spekuliere auf den fallenden Kurs oder auf den steigenden Kurs. Je nachdem, ob ich als Unterstützung oder als Widerstand sehe. In dem Fall 3-4 Mal raus heute war definitiv möglich. In dem Fall war ich da kurz auch dabei. Das Fibonacci-Geschichtchen klappen wir jetzt mal zu. Kehren kurz zurück. Wie gesagt, wenn Fragen zu diesem Fibonacci-Geschichtchen oder überhaupt zu Sachen technischer Natur, fundamentaler Natur, können wir das auch gerne noch klären. Die technische Analyse bildet natürlich auch diverse Geschichten wie den Pivotpunkt. Den kann man sich berechnen anhand, wie Sophie schön erklärt, auch das heißt des Los und des Los durch 3. Und damit errechnen Sie den jeweiligen Pivot-Level. Und aufgrund dieses Pivot-Levels kann man auch, manche Handelsprogramme tun das auch selbst, das gibt es auch draußen frei als Software sehr oft, dass die Pivotpunkte, also dieser Pivotpunkt, Pivot-Level als Nullerlinie gesehen wird und dementsprechend von dem ausgerechnet die sogenannten Supports und Resistances, also die Unterstützung und die Widerstände, die sehr gerne mit den Kürzeln S1, S2, S3 und R1, R2 und R3 bezeichnet werden. Für jede Aktie kann man beispielsweise von professionellen Handelsplattformen oder auch von Brokerplattformen jeglicher Art, wie auch hier, sich diese Pivotpunkte errechnen. Und dementsprechend auch auf diese Marken ja, teilweise auch handeln, beziehungsweise diese Marken als Wendepunkte sehen, wo man beispielsweise auch eine fallende oder auch einen eigenen Kurs dann wieder setzt. Sentimentanalyse ist noch der dritte Punkt dieser Interdisziplinarität der Märkte und der Analysen. Jeder hat vielleicht schon mal das Wort Behavioral Finance, also Anlegerpsychologie, gehört. Das ist in den letzten, ja, vor allen Dingen 5 bis 8 Jahren, habe ich jedenfalls stark von mitbekommen, immer mehr im Kommen. Es werden diverse Anlegergruppen befragt. Es werden teilweise institutionelle Anleger befragt. Es gibt große Investorenumfragen, sei das jetzt von Banken wie UBS oder von mir aus auch von der Deutschen Bank und von anderen Großbanken aus den USA, den sogenannten Institutional Investors Survey, den gibt es noch. Dann gibt es ja auch beispielsweise Privatanleger-Sentiment, wo Privatanleger befragt werden. Wie sehen Sie gerade die Märkte? Sind Sie eher vorsichtig besorgt oder sind Sie in irgendeiner Form geneigt zu sagen, jetzt gehe ich eher auf fallende Kurse, beziehungsweise jetzt bin ich eher bereit, Gewinne mitzunehmen und steige aus und so weiter. Jetzt nicht falsch verstehen, aber sehr oft liegen die Privatanleger dort doch falsch und man kann das, der ein oder andere Institutionelle sieht es vielleicht auch so nett als Kontraindikator nehmen. Also es ist immer wieder auffällig, wenn zum Beispiel so etwas wie das EUVAX-Sentiment von der Börse Stuttgart erhoben, auf stark oder bessere Kurse an beispielsweise beim deutschen DAX das indiziert. Und wird oft ist es dann so, dass der DAX genau in diesen Marken, wo das EUVAX-Sentiment eine sehr positive Investorenstimmung ausdrückt, dann deutlich abfragt. Also das EUVAX-Sentiment beispielsweise misst die sogenannten Investitionen der Privatanleger an der Börse Stuttgart in Form von Knock-Off-Produkten und anderen Derivaten auf den DAX.
sprich, also wie hoch ist die jeweilige Anlagefähigkeit der Anleger im Bereich Put und Call, und dementsprechend ergibt sich ein Wert, und dieser Wert stark über der Nullerlinie liegt oder stark unterhalb der Nullerlinie liegt, indiziert er dementsprechend einen steigenden oder einen fallenden Markt. Dann gibt es natürlich noch zusätzliche, genau, zusätzliche Möglichkeiten, das Sentiment zu untersuchen. Eines davon ist beispielsweise, wie sind institutionelle Marktakteure oder auch Marktakteure, die zu den jeweiligen Emittenten der Wertpapiere gehören, gewillt, Aktien, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. In dem Fall müssen beispielsweise CEOs oder auch Mitglieder des Aufsichtsrats oder der nahestehende Personen diese Verkäufe und Käufe melden. Sie sind also meldepflichtig in diesem Fall. Kurz in Klammern nochmal darauf hingewiesen, das gibt es bei uns noch gar nicht so lange, beispielsweise in Deutschland erst seit 2000, 2002 meines Wissens. In den USA gibt es das schon sehr, sehr lange. Das ist mit Sicherheit auch in den 30er Jahren von entstanden. Und auch in Kanada gibt es das schon ziemlich lang. Der europäische Markt ist da noch ein bisschen weit hinterher gewesen. Die Briten waren, glaube ich, noch wesentlich vorher dran, aber wir haben das 2002 eingeführt. Dazu kommt gleich noch eine kleine kurze Einweisung, was bedeutet, direkte Dealings, also Insiderverhalten, näher zu analysieren. Sentimentanalyse bedeutet auch nochmal gleichzeitig, diese ganzen Statistiken über Bargeldzuflüsse von Fonds oder Abflüsse von Fonds zu analysieren. Wie weit kann man daraus Schlüsse ziehen? Ist ein Markt jetzt kurz davor, wieder zu kippen? Oder bedeutet das nochmal, dass ein weiterer Schwung in den Markt hineinkommt? Put-Call-Ratio ist sowas ähnliches. Wir können vor allen Dingen jetzt auf die Insider-Transaktion nochmal zurückgreifen. Das ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, der vor allen Dingen im Bereich der Standardaktie unterwegs ist, sei es mit der deutschen, österreichischen, Schweizer Standardaktie oder auch der US- und kanadischen Standardaktie. Wer dort investiert, schaut sich vielleicht auch mal gerne mal an, inwieweit kauft der ein oder andere CEO oder Aufsichtsrat Aktien des eigenen Unternehmens, oder inwieweit lässt er sich das Ganze verhindern mit Optionsprogrammen und auf der Seite des Exchange, wo wir Informationen bekommen, wie weit ihr Anleger, der also quasi CEOs, also Directors, eben ihre jeweiligen Unternehmen ge- und verkauft haben. In den USA, in dem Bereich der SEC.gov-Seite, können Sie nach jedem beliebigen großen US-Unternehmen oder auch kleineren US-Unternehmen suchen. Suchen beispielsweise, welche Großaktionäre quasi gerade dabei sind, Kurse aufzustocken, welche dabei sind, ihre beispielsweise Optionsprogramme quasi sich verzögern zu lassen oder zu ziehen. Das können Sie alles daraus herauslesen. Übrigens natürlich auch bei den großen Unternehmen jederzeit auf den eigenen Seiten, weil diese Großunternehmen natürlich auch ihre jeweiligen Websites mit großen PDFs Dateien bestücken, und da können Sie alles nachlesen, was Sie da in dem Bereich, im Bereich der Directive Dealings auch nochmal wissen wollen. Ich möchte gerade mal kurz darauf hinweisen, jetzt, wie das eigentlich so funktioniert. Vielleicht hat der eine andere da immer so die Berührungsängste mit gerade US-Seiten, Entschuldigung. Sie machen nichts anderes, als dass Sie sagen, Sie geben hier oben die SEC.gov-Seite ein. Das habe ich jetzt mal vorgemacht. Sie haben die ganz normale Informationsseite, gehen unter Filings, Advanced Search Tools, Company Filing Search, und geben dann gleich hier bei More Options Company Name ein, beispielsweise jetzt hier mal Amazon oder sagen wir mal Apple. Ja. Apple, und sagen in dem Fall State California, und kann gehen so weiter, das können Sie mal lassen, und sagen Sie nur die Form 3, 4 und 5, das sind halt dementsprechend die Fonds, die dafür zuständig sind, Insider Transaction Directive Dealings, also Purchases und Sales zu erfassen.
Dann drücken Sie einfach Search und dann kommen die jeweiligen Informationen der letzten Zeit Stück für Stück aufgelistet und beliebig weiter noch scrollbar auf Sie zu. Da kann man sich immer sehr gerne mal durchscrollen. Das gleiche gilt für die BaFin-Seite oder für die Finanzmarktseite aus Österreich. Da können Sie genauso gut auch drauf gehen im Bereich Unternehmen, finden Sie den Bereich Emittenten und da finden Sie den Bereich Directed Dealing. Auch hier finden Sie diese ganzen Dinge. Und das wird jetzt alles noch zu weit führen. Ich würde vorschlagen, wir gehen wieder zur Präsentation dann zurück. Die sogenannten Insider-Sentiments, die beispielsweise auch so etwas abbilden. Da gibt es sogar Indizes, die so auch abbilden. Das kann man gerne auch mal nachprüfen. Gerade diese sind im letzten Jahr außerordentlich gut gelaufen. Das hat man in dem Fall, hat man Directed Dealings Käufe und Verkäufe einfach in einem Index abgebildet und Produkte darauf aufgelegt. Also das kann man sich anschauen. Der eine oder andere hat vielleicht einen Treffer geworfen. Sentiment-Analysen sind bekannte, vor allen Dingen die Sentix nochmal. Vorhin hatte ich den UBS schon erwähnt. Und den sogenannten Bull-Bear-Index, der von der Cognitrend von der Börse Frankfurt gemeinsam mit der deutschen Börse aufgelegt wird. Bei Sentiment eben auch noch gesagt. Möglichkeiten der Analyse gibt es auch immer wieder, beziehungsweise wo man die Möglichkeit hat zu sehen, wo sind das Verkäufe, wo sind Käufe. In dem Fall ist das jetzt mal ein Orderbuch. Das Orderbuch zeigt jetzt hier in dem Bereich des December Futures vom DAX auch, DAX Future über die Eurex. Und da sehen Sie halt in den Bereichen die 10 Käufe und 10 Verkäufe, also die, insgesamt die 10 Kauf- und Verkaufskurse, die aktuell, also Realtime sind, wie sich die Orders firmen. Was Sie nicht sehen, was Sie als professioneller Anleger auch quasi vorbehalten ist, das sind die sogenannten Eisberg-Orders. Wenn jetzt beispielsweise institutionelle Anleger und Versicherer sagen, ich möchte hier Stücke in den Markt geben, möchte aber natürlich den Anleger draußen nicht erschrecken, weil ich hier 100.000 Stück reinstelle, dann heißt es einfach, okay, ich mache jetzt die ersten 5.000 oder 10.000 rein und die Türmung dahinter, den letzten, die restlichen 90.000, die sehen Sie dann halt eben nicht. Ja, das ist das, was dann doch den professionelleren Anlegern vorbehalten ist. Das hier zu den Fällen des Orderbuchs, Level 1 und Level 2 Orderbuchtiefe, die man auch dazu buchen kann übrigens. Das kann man sehr gerne einbuchen lassen. Wer die Dinge über den Broker buchen will, das kann man definitiv tun. In dem Fall jetzt, wie eben gerade gesehen, auf Level 2 über die Eurex. Das gibt es für die deutsche Börse, für die zwei großen Börsenplätze, Zeta und Frankfurter Webwerte-Börse, wo das halt auch am sinnvollsten ist, weil das mit Sicherheit 95 bis 98% des Handels ist. Ich würde vorschlagen, weil wir so langsam jetzt in den 45 Minuten bzw. Bereich kommen, der ein oder andere da Fragen jetzt so hat. Ich sehe hier gerade, jemand hat gefragt, wie weit runter in der Teilebene macht der Einsatz von Bibus Spin. Ich würde vorschlagen, ja, ich würde es so beantworten. Fibus machen auf, sagen wir mal, allen Zeitebenen Sinn, wenn der Basiswert wahnsinnig liquide ist. Fibus machen bei Einzelaktien, wenn sie im DAX beispielsweise sind oder auch in Dow Jones sind, ansatzweise Sinn, wenn der Handel, ja, wenn der Handel dauerhaft liquide ist. Das ist in dem Fall. Wenn der Handel beispielsweise bei einem Dow Jones, bei einem DAX 30, bei einem FTSE 100, wie immer es liquide ist, macht sowas Sinn auf Zeitebenen zwischen 4 Stunden und daily. Ich würde da gar nicht zu kurz greifen, weil intraday diese Dinge einzuzeichnen in dem Fall, finde ich, das ist meine eigene Meinung auch, macht keinen Sinn. Und wenn Sie beispielsweise jetzt sich eine Aktie nehmen, das kann man auch gerne mal tun mit der RWE. Jetzt haben wir eine RWE-Aktie und machen eine Fahrt. Box mal gerade auf und da habe ich hier auch mal die Fibus eingezeichnet, weil wir hatten hier gerade jetzt im Jahr hatten wir ja noch hier im Bereich also muss doch in Tief bei 20.47,5 das Ganze am 15.8. und das Hoch kam beispielsweise noch aus der Zeit
der 31, 3098. Ich muss jetzt schauen, dass das definitiv so ist. Ich hatte sie bei ja, das war die 3098, das ist die 100er Linie. Und da ist es ein gutes Beispiel, wenn man jetzt Fibus hier anschaut, und man will hier sehen, dass sich gerade im 168er Bereich hier sehr viel abspielt in den letzten, ja doch immer in zwei, drei Wochen. Obendrein, dass wir eine Kombination auf dieser, wieder auf dieser technischen Analyse machen und der Historie draußen, also sprich der der fundamentalen Research-Geschichte, dass wir sagen, wir beobachten eine Aktie, wir beobachten einen Markt, wir schauen uns einen Markt genauer an, wir analysieren, warum beispielsweise RWE oder auch die weitere größere deutsche Company wie E.ON so stark abgeschmettert wurden, jeder weiß das, das war die damals Geschichte mit Fukushima und Atomstrom und plötzlich wieder Atomstrom, nein danke, und dementsprechend gingen natürlich die Gewinnzahlen der Konzerne, die wir in den Bilanzprognosen senkrecht nach unten. Leute haben diese Aktien gerne abgeworfen, bis es natürlich auf einmal jetzt wieder an der Tagesordnung war, diese Aktien wieder mal näher in den Fokus zu bringen, weil der Rest des Marktes ist stark angestiegen und Versorgerwerte galten früher immer als defensive Werte. Sie sind stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Stocks of the Dow Theory, die sind stark in Mitleidenschaft gezogen, also nehmen wir jetzt mal vor und nehmen wir wieder auf den Schirm, versuchen mal dort wieder Positionen aufzubauen und das passierte auch in der letzten Zeit stark. Und dann kommt noch dazu, Bundestagswahl 2013, es sah eine ganze Weile spannend aus, dann sah es wieder relativ selbstverständlich aus, dass alles in Richtung Großkoalition verläuft. Jetzt ist es aktuell so weit, obwohl es der ein oder andere Partner platziert, dass die Große Koalition wahrscheinlich dann doch kommt. Gerade diese Konstellation CDU-SPD ist mit Sicherheit etwas freundlicher für Versorger, als beispielsweise eine Koalition aus Rot und Grün da gewesen wäre oder etwaige andere Konstellationen. In dem Fall gab es da schon eine nette Erholung an der Börse, mit Sicherheit auch in diesem Fakt geschuldet. Das mache ich nochmal jetzt nochmal zu. Die Fibonacci-Retracements sind beispielsweise bei Indizes wie den DAX oder auch den Standard & Poor's 500 nicht zu vernachlässigen. Das heißt also, je größer ein Markt, je liquider ein Markt ist, umso sinnvoller sind diese Indikatoren. Wenn Sie dann noch beispielsweise andere Indikatoren wie den RSI darüber legen, dann werden Sie erkennen, wie oft, wenn ein RSI, also relatives Bergindex, in dem Fall, wenn der in dem Tagesbereich, 4-Stunden-Bereich, Tagesbereich, Wochenbereich, schon in den roten Bereich, sprich in einen stark überkauften Markt dreht, dauert es meist auch nicht sehr lange, bis es eine Erholungsbewegung, Konsolidierungsbewegung gibt. Die brauchen nur intraday eine Stunde zu sein. In letzter Zeit haben die Bären, die Marktbären nicht genügend Kraft gehabt, um diese Bewegung stärker einzuleiten. Aber sie hat immer wieder gereicht, um in einer Stunde oder in zwei Stunden mal eine kleinere Bewegung nach unten abzufischen als Bär, als Marktbär. Umgekehrt das wieder als neuen Schwung zu nutzen. Es ist auch immer wieder faszinierend, dass gerade in dem Bereich, was RSI jetzt mal beispielsweise eine relativ starke angeht, dass das an den Tag gelegt wird im Bereich Wochen und im Bereich Monat. Der dreht mittlerweile in den roten Bereich und wird weiterhin stark gekauft, weil man die Short-Position noch vom Markt fängt. So, ich möchte da jetzt nochmal kurz darauf hinweisen, die weiteren Fragen zu den technischen Indikatoren. Jetzt haben wir nach oben noch, nach oben, nach oben, nach oben. Wie beispielsweise hier den RSI-Indikator, den ich Ihnen auch nochmal ganz kurz, vielleicht der eine oder andere benutzt, der eine oder andere nicht. Auch nochmal ein Beispiel des DAX zeigen möchte. Und zwar machen Sie ja nichts anderes, dass Sie sagen, wie Ihr Chart-Tool. Sie gehen in den Bereich Trading Tools. Ups, Entschuldigung. Das machen wir das noch zu. Und bitte, typische Tools. Ach, yeah.
So.